Wir haben gar keine Angst. Also, so schwer habe ich das Spiel noch nicht eingestellt. Also, wir können das immer noch eine Stufe Ihr hochstellen kennt und. das von Sobo, ne? Ich muss immer das Leichteste spielen und mit den wenigsten Das stimmt Gefahren ja und den nicht. wenigsten Zombies. Wenn es nach mir ginge, wäre ganz Lü, schwer. Lü, 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 ja, aber du weißt, bei Night of the Dead, ey, was haben wir uns hier ärgert? Bis Nacht 40 hatten wir ja fast null Zombies. lü, lü. Lauf einfach weiter. Hallo und willkommen zu einem neuen Spiel auf unserem Channel. Wir spielen mit euch zusammen heute 7 Days to Die. Wir fangen heute eine neue Staffel an. Ich bin komplett neu in dem Spiel. Ich habe es wirklich noch nicht gespielt. Ich habe ein bisschen geguckt bei so manch anderen YouTubern, aber eben nur mal so hier und da eine Folge. Aber ich hoffe, dass Sobo mich ganz toll anleitet, sodass wir hier nicht so lange im Anfangsmodus oder im, sagen wir mal, so in diesem Noob-Modus rumstolpern müssen. Sobo ist da? Guten Tag. Sobo hat schon, ich weiß nicht, 3000 Spielstunden oder sonst was. Ich bin Echt? da. Nee. Doch, also ich glaube, beim letzten Mal, als ich bei dir geguckt habe, waren 2700 oder Nee, so viel 2500. habe ich nicht. Hast du bestimmt. Nein, habe ich nicht. Du hast bestimmt schon jahrelang gespielt. Du hast damals so viel gespielt, als ich immer noch nebenher irgendwie Night of the Dead oder Herr der Ringe gespielt habe. Ja, aber das kommt ja über die Jahre zusammen. Ich spiele seit der Alpha 14 oder so, keine Ahnung. Also ich Ist ja bin schon wie ewig immer her. bei allen Spielen, die wir anfangen, irgendwie noch relativ noobig, aber habt ein bisschen Geduld. Das wird. Weil Sobo ist ja da und der zeigt uns schon ein bisschen. Ich klicke jetzt Wir einfach müssen. hier erstmal über dieses Überleben, lieber Freund und so weiter rüber, ja. Und dann Questverfolgung. Dann drückst du Tab. Hm? Und dann drückst du auf die rechts oben rechts die Männchen Männchen? und nimmst mal Einladung Gruppe und Einladung Verbündete an. Alle Bede. Okay. So, jetzt sind wir noch ganz schön weit auseinander. 769 Meter. Ganz genau. Alter, ich Das laufe aber wäre. jetzt hier nicht ganz alleine lang, oder? Ey, komm zu dir. Du machst die Einführungsquests. Ja, ganz in Ruhe. Fertige einen Schlafsack. Genau. Und da steht ja, was du dafür brauchst. Habe einen Stein auf hier rum. Ich brauche aber Pflanzenfaser. Die kann ich, ohne dass ich mir ein Werkzeug herstelle, holen, ja? Genau, mit der Faust boxen. Dann gibt es diese grünen Pflanzenfasern. Aber wo? Und dann gibt es Ah doch, Baumwolle. so eine Nee. strohigen, einfach nur die Baumwolle grünen nicht. Büsche. Und dann gibt es so eine Ah. strohigen, knochigen Dinger. Das sind, das ist Holz, kann man sagen. Soundmäßig kennt er bei uns in der ersten Folge, sagt uns Bescheid. Ich habe jetzt alles so gelassen, wie es war. Ich habe den Sound ein bisschen runtergestellt. Aber gucken wir uns denn. Also, erste Folge, habt ein bisschen Geduld. Ich gucke mir das dann im Nachhinein an. Wir sind jetzt nicht so, die alles austesten und alles probieren und jeden Schritt vorausplanen. Wir gehen jetzt hier rein und gucken. Und wenn es passt, passt es. Und wenn nicht, ändere ich es ab der nächsten Folge sofort. Also ihr müsst euch jetzt nicht tagelang oder wochenlang mit unseren schlechten Einstellungen rumplagen. Ich sehe das meist nach der ersten Folge und verändere dann. Durchsuche verdorbener Müll. Hast du den Schlafsack schon gemacht? Nee, Schlafsack fertigen. Schlafsack. Top. Da, Schlafsack. Einfach nur anklicken? Nee. Wenn du das Fertigen. anklickst, dann siehst du, Ja. genau, dann siehst du daneben immer so ein kleines Menü. So, Schlafsack. Aber ich platziere den hier nicht, oder? Ich will den nicht hier Doch, aufwachen, kannst du oder? wieder aufnehmen danach. Ach Kannst wieder so, aufnehmen. muss ich machen. Schlafsack. Wie platziere ich denn den? Rechte Mausklick. Nee, der Boxig auf dem Boden. Ja, du musst dir den unten in der Leiste Ach so, ziehen. ja, okay. Und ihr gibt jetzt mit der Alpha 20 auch die. Ihr gibt hier so ein bisschen ein Symbol, wenn du irgendwo einen Stein sammeln musst, oder so, dann hast du so ein kleines gelbes Bausymbol. Wie kann ich denn den drehen? Kann ich den Mit drehen? der linken Maustaste. Ah, okay. Also den lege ich jetzt erstmal hier hin. Und dann kannst du danach wieder aufnehmen. Wir Der haben platziert sich aber nicht. Der dreht sich nur. mit rechts. Nee. Mit rechten Mausklick. Nee. Doch. Drück rechts. Ach, Ja. okay, ich muss hochgucken. Okay. Alles klar. Wir haben. Dass die Zombies hier ein bisschen
reagieren auf Geräusche und all sowas haben wir am Tage an und in der Nacht aus. Momentan noch. Mhm. Also wir haben noch so ein bisschen, naja, nicht Noob-Modus, aber wir sind am Anfang noch ein bisschen ja, ruhiger unterwegs. Der Tag ist lang und um hinzukommen, um zu gucken, wie es so läuft, wie wir das hinkriegen, dass du denn auch so ein bisschen klarkommst. Oh, da. Ich hab schon Händler gesehen. Das ist wichtig. Ich brauche jetzt. Bist du hier? Nackt? Ja. Du bist eine Frau und eine nackte Ja, Halbnackte. Das ist mein Profil. Das ist so. Warum? So schön. Aber was zu glotzen. Wie sehe ich aus? Kann ich mich selber angucken? Nee, war V. Du siehst so aus wie ich. Ach so. Mit grauen Haaren? Nee, grau nicht. Okay. Ich muss Holz sammeln. Und mein Schlafsack liegt hier noch irgendwo. Wo ist er? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mit 7 kannst du das Hut wegmachen. Also, was? Das Menü wegmachen. Mit F7 kannst du das Menü wegmachen. Falls du mal einen Screenshot machen willst. Achso, okay. Nee, das will ich nicht. Ich will meinen Schlafsack aufheben. Einfach runtergucken, E drücken. Ja, dann zeig mir in der Hand. Und du? Na, dann wählst du einfach was anderes aus. Also, unten auf der Leiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt brauche ich 2 Holz. Bitte. Ja, kannst diese knochigen Fasern, genau. Mhm. Okay, jetzt brauche ich noch einen kleinen Stein. Das müsste die anzeigen. Du müsstest so ein gelbes Symbol irgendwo haben. Da hinten, ja, ich sehe. Okay, cool. Jetzt muss ich eine Stein. Ach nee, Steinlast fertigen. Das kann ich. Ja, gut. Also, Survival Games sind ja immer so ein bisschen, dass man sich am Anfang eigentlich zurechtfindet. Ich brauche immer, also ich brauche nicht wirklich länger, aber. Was am Anfang wichtig. Ja, was ist wichtig, aber. Looten, also. Ja, ist ja immer so, ne? Vogelnester looten, falls du Pfeil und Bogen machen willst, also Pfeil und Bogen spielen willst. Ich muss jetzt oder Pflanzenfaserhose fertigen und Pflanzenfaserhemd fertigen. Okay, das wird dir immer vorgegeben. Mhm. Also, wenn du jetzt den Baum, also Tab drückst, wird dir das immer vorgegeben. Mhm. Also, ich brauche Steine, Pflanzenfasern und Holz jeweils. Also, wir gehen einfach mal. Du führst mich und ich sammle ein bisschen mal. Ja, genau. Hier ist Stein. Der große? Muss ich den hacken? Ja, kannst drauf rumhacken. Genau. Oh. Den können wir von mir aus auch clean hacken. Also, gibt ja nicht allzu viel. Bleib einfach stehen. Das ist vielleicht entspannter für den Zuschauer. Habe ich eine Begrenzung vom Gewicht her im Inventar? Nee, guck mal, wenn du das Inventar aufmachst, dann siehst du einige Felder hellgrau. Ja. Und die darunter sind überlastet. Hm? Das kann man sich noch skillen. Also, wenn du jetzt in dem Tab-Menü drin bist, bin ich? Dann gehst du mal oben auf das Männchen-Charakter. Ja. Ja, da kannst du dann deine ganzen Klamotten noch einsetzen. Und dann gibt es rechts so ein Fertigkeiten-Ding, so ein Doktorhut oder so. Ja. Das ist der Skillbau. Ah, cool. Dann hast du eben mal Stärke oben, Standhaftigkeit, Beweglichkeit, Intelligenz. Mhm. Die Eigenschaftsbücher sind das nicht. Also wir teilen uns wahrscheinlich auch ein bisschen auf, wenn wir im Team spielen, oder? Dass nicht jeder dasselbe forscht, oder? Genau. Okay. Okay. Gut. Aber das kommt erst so, wenn wir die Einführungsquest fertig haben. Und dann kommt das so nach und nach. Wir finden uns erstmal ein bisschen zurecht. Wir machen das ganz entspannt. Ich werde dich nicht jagen wie bei Faust. Mhm. Versprochen. Versprochen. So, okay, Pflanzenfaserhose. Hose, fertigen. Okay, die kann ich herstellen. Und Hemd kann ich auch. Okay. Okay, Herr Kerstin, soll ich das anziehen? Dann kannst du anklicken und dann steht immer hinter Tragen steht ja auch eine Taste. W zum Beispiel. Ja, klickst du bloß an und drückst W. Klickst die Hose an und drückst W. Dann hast du sie an. Kriegst an? Ja. Ja, ich auch, guck. Oberteil fehlt noch. Hab. Bin ich schick? Ja, schick. Sehr schick. Bisschen, naja. Ja. Das sieht so ein bisschen wie Steinzeitmenschen aus, irgendwie. Was werden wir brauchen? Wir brauchen Holz. Ich muss wir jetzt brauchen Holz viele sammeln, Holz sammeln. Ja. Fertige einen Holzknüppel. Holz sammeln. Machen wir doch. Oh, das ist laut, wa? Hm, schön. Ich weiß noch nicht so genau, ob dazu kannst die richtige Einstellungen schon sind. Warte. Ja? Ja, ich kann schon. Okay, dann kannst du ja unten, wenn du in dem Menü bist, mal den Gebietsschutzblock kannst du dir mal ins Inventar packen. Diesen Notizzettel. Na, unten auf deiner Schnellzugriffsleiste hast du ja einen Gebietsschutzblock, das ist so ein Würfel. Ja, hab ich.
Genau, Der ist den unten kannst du drin. ins, den kannst du ins Inventar packen. Mit Essen, die Dose kannst du ins Inventar packen. Mit Okay. Wasser kannst du ins Inventar packen. Habe Und ich? so, dass du zum Beispiel auf dem ersten Slot unten links die Steinaxt hast Habe ich? und auf dem zweiten Slot dann den Knüppel. Habe ich. Okay, Dann habe ich noch dann die ist das ein bisschen Binde und sortiert. den Fackel, die Fackel und den Schlafsack. Genau, das packt dir nach rechts so, dass du rankommst, wenn du brauchst. Den Schlafsack brauche ich ja auch nicht, wa? Nee, noch nicht, nee. Also. Okay, Binde ist hier hinten. Die Fackel mache ich auch mit nach hinten. Jetzt zeigt noch so einen Notizzettel dabei. Kannst du mal reingucken, was da steht. Bloß ein freundlicher Hinweis, dass du pünktlich zahlen solltest. Was soll ich denn bezahlen? Und zwar Ist jedes nicht. Mal, sonst gibt es Konsequenzen. Nächstes Mal sind wir nicht so nachsichtig. Danke für die Ausrüstung, aber du bist uns immer noch etwas schuldig. Wir sehen uns. Der Duke, wer ist der Duke? Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Kritische Treffer. Nimmst du Auto vom Parkplatz, sonst gibt Konsequenzen. Wer kennt's nicht? So, ich So, muss noch und dann eine kannst. Feder sammeln jetzt für einen Bogen und Pfeile. Ja, sollte er dir anzeigen. Ja. Nee. Nee, Doch, da, zeigt er hier. dir. Gelb, ne? Ja. Oh, hier ist ein Nest. Ja, die musst du sammeln, falls Aber da ist du. nichts drin. Ja, dann war ich da schon. Sorry. Du Sack, das ist meine Feder. Gegenstände kannst du reparieren, Ja, wenn aber ich du brauche eine Feder. Tab drückst, Ja. dann den Gegenstand anklickst und dann steht verändern, reparieren und zerlegen. Ja? Also reparieren natürlich. Dann repariert das mit einem Stein. Ja, aber Okay. ich will jetzt eine Feder haben, dass ich weitermachen kann. Okay, aber wir gehen ein bisschen in die Richtung. Aber wir können auch langsam gehen, wir müssen ja nicht so rein. Guck mal, das ist 9 Uhr. Wir werden jetzt am ersten Tag eh nicht so viel machen. Wir suchen uns dann noch irgendwie eine Unterkunft, wo wir ein bisschen looten können, wo wir die Nacht drauf verbringen können irgendwie. Und Schleichen dann. wir? Haben wir Angst? Nein, wir haben gar keine Angst. Also, so schwer habe ich das Spiel noch nicht eingestellt. Also, wir können das immer noch eine Stufe Ihr hochstellen kennt und. das von Sobo, ne? Ich muss immer das Leichteste spielen und mit den wenigsten Das stimmt Gefahren ja und den nicht. wenigsten Zombies. Wenn es nach mir ginge, wäre ganz Lü, schwer. Lü, 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 ja, aber du weißt, bei Night of the Dead, ey, was haben wir uns hier ärgert? Bis Nacht 40 hatten wir ja fast null Zombies. lü. Lauf einfach weiter. Reden und laufen. Frauen können alles immer. Weißt du? Kann ich auch, aber ich will reden und dabei gucken und. Und Baumstämme, also wenn wir so eine Baumstümpfe sehen, hier so eine Dinger da, die sollten wir auch mal hacken. Die Wahrscheinlichkeit, dass man da einen Honig rausbekommt, ist sehr hoch und ein Honig hilft gegen eine Infektion. Also wenn dich ein Zombie mal kratzt und infiziert, musst du nicht den Arm abschneiden, sondern du kannst Honig nehmen. Und wenn ich keinen Honig hätte, müsste ich den Arm abschneiden, ja? Nee, dann steigt die Infektion immer weiter an und irgendwann wirst du ein Zombie werden. Da ist ein Nest. Ja. Hier ist auch keine. Hast du auch schon hier wieder die Feder geholt? Ja, guck mal, ich muss ja zu dir laufen, mein Schatz. Aber ich muss doch die Feder haben, mein Schatz. Hier, komm her, loote hier. Aber da ist keine Feder Hier, drin. will looten. Alles, was du so siehst. Was ist das? Erstmal alles mitnehmen und den Rest. Angelblei. Na. Wofür? Guck mal, das ist ein Baumstumpf. Nimm, mach den mal kaputt. Den? Hier geradezu, ja. Was kommt da? Kaufe XP. Honig. Okay, warte. Holz und Honig oder nur Holz? Holz. Siehst du ja immer auf der rechten Seite. Holz. Okay. Denn hier, guck mal hier. Ich habe drei Federn. Hier, komm mal hierher. Nee, ich muss jetzt Komm mal erstmal den hierher. Bogen. Was? Nee. Richtig. Ja, komm. Aber ich habe doch schon ein Vogelnest. Ja, aber ich habe 53 Federn und du? 12. Siehst du? Fertige einen Bogen und Pfeile. Primitiver Bogen. Fertig. Prost. Okay. Und danach Steinpfeile. Was für Pfeile? Steinpfeile. Nee, ich muss jetzt Rahmenformen fertigen. Ach so, da hast du Pfeile schon gemacht. Ja, habe ich gerade gemacht. Also nicht, also Pfeile halt. Pfeile. Rahmenform. Ja. Mach dir, wenn du davon machst, dir gleich, mach dir gleich 20, wenn Ich du muss aber nur kannst. eine herstellen erstmal. Ist egal, du brauchst die. Okay. Wenn Wofür? du kannst, zeig dir das gleich. So, jetzt Live muss und in ich. Natura. Okay, gleich. Noch ein paar. So, hab. Jetzt muss ich Rahmenform
Wo bist du denn hin? Ach da. Was steht denn hier? Nicht, lass liegen. Oh. Aber du hast es mir geschenkt. Nein, ich hab's nicht, ich hab's weggeworfen. So, pass auf. Ja. Ich zeig dir jetzt, was du mit den Rahmenformen machen kannst. Wenn du Okay, die bin unten ich auf deiner gespannt. Leiste hast und Frag auswählst. mich. Warte, warte, warte. So. Schritt für Schritt, warte. Warte, ich muss den Block erst darin werfen. So, habe ich. Vier. Ja, dann guck, dann leg das vor dir ab. Oh, wir haben Probleme. Also, wir haben nicht Probleme, wir haben den ersten Zombie. Hier ist er. Willst du? Ich sehe ihn nicht. Okay, zeig mal her. Weil du musst immer. Die haben dolle Reichweite. Die haben Arme Ja, wie aber das Kräne. ist in jedem Spiel gleich, oder? Rufklopfen, weggehen. Rufklopfen, weggehen. Lass mich mal. Und da. Und? Hinten Habe ich hast du süß den Arm gemacht? abgeschlagen. Ja. Wie ein Mit der Mann. rechten Maustaste kannst du so einen heftigen Schlag machen. Okay. Okay, jetzt Kann man nochmal die die looten? Rahmenform, ja? Nee. Jetzt Okay. nochmal die Rahmenform. Ja, Rahmenform, halt in der Hand. Okay, dann rechte Maustaste inne hinstellen. Habe ich, aber ist nicht da. Rechte Maustaste. Ah, okay. Passt. Ja, ich habe links Jetzt gedrückt. kannst du dich darauf stellen. Nach unten gucken und auch die Rahmenform wieder auswählen. Nach unten unter dich gucken. Rechte Maustaste drücken und hochspringen. Kapsel weggenommen. Ja, rechte Maustaste, rechts und links. So, warte, sag mal. Kannst du dich. Ich stehe jetzt oben. Ja, guck mal zu mir. Man kann sich Ja, hochbauen. aber Also ich weiß trotzdem nicht, was ich machen soll. nach unten und auf deine Füße gucken. Dann ist ja die Rahmenform rot. Dann Ja, aber die springst du steht hoch und daneben. drückst. Die Rahmenform steht jetzt daneben. Kannst du doch unter dich stellen. Nee. Direkt unter dich. Achso, Doch, und dann ist dann? es rot. Ja? Und dann springst du nach oben und drückst rechte Maustaste. Hat sie gemacht? Nee, nochmal. Genau. Siehst du? Man kann sich damit nämlich hochbauen irgendwo, wenn du mal Ist ja irgendwo wie nicht in ankommst. Fortnite. Das weiß ich nicht, wie Fortnite ist. Ich kenne mich damit nicht aus. Und dann kannst du die auch Was für wieder ein wegnehmen. Kind. Was Mit ein E Spiel. Ja, hat gesehen. kannst du die wieder wegnehmen. Okay, jetzt stellen wir eine hin und werten die auf. Ja? Okay. Hinstellen. Ja. Steinaxt. Achso, Steinaxt, ja. Steinaxt. Habe ich? Rechte Maustaste Ja. auf die Rahmenbox. Also auf die Rahmenform. Oh, schön. Okay. Ja. Ich weiß zwar nicht, warum die hier so schweben, aber gut. Ja, wenn wir so zu hoch gebaut haben. Was brauchen wir jetzt? Ein Lagerfeuer. Lagerfeuer fährt hin. Genau. Kannst du schon? Oder fehlt dir noch was? Ich baut. Kann schon. Okay. Lagerfeuer in die Leiste unten Ja. ziehen. Und dann einfach platzieren. Wo du willst, auf deine Rahmenform. Oder die nehmen wir eh nicht mehr mit, die Rahmenform. Also kannst du darauf, das lassen wir alles liegen. Okay. Okay. Du kannst ja mal reingucken, dass du mal siehst, wie das Oh, aussieht. gute Arbeit, Überlebende. Du hast bewiesen, dass eine ganze Menge Potenzial in dir schlummert. Wir haben den nächstgelegenen Außenposten von White River auf deiner Karte markiert. Dort wirst du einen Händler finden, bei dem du Waren kaufen und verkaufen und Geschichten mit einem unserer friedlichen Bürger austauschen kannst. Willkommen an Bord, Noah. Was soll ich? Ich soll reingucken. Okay, Brennstoff. Wenn du Also. Holz darüber ziehst, du musst das mal, du klickst das Holz an und dann klebt das an deinem Mauszeiger sozusagen. Ja. Und dann kannst du drüber nehmen und mit der rechten Okay. Maustaste kannst du immer einen ablegen. Ja. Wollen wir Ja, nicht. dann siehst du auch, wie lange das denn brennen würde. Und die Sachen hier nehmen wir jetzt nicht mehr mit, ne? Nee, lass mal stehen. Okay. Das ist so schnell Wo? wieder gebaut. Du siehst ja hinter meinem Namen immer einen Pfeil. In irgendeiner Farbe, ich weiß nicht. Bin hinter dir. Okay. Aber so viel müssen wir Hattest du jetzt schon Kohle, viel wa? sammeln? Das ist Kohle. Komm, wir nehmen ein bisschen Kohle mit. Ich Nee, müssen nehme. wir nicht. Müssen Aber wir nicht. ich nehme erstmal mit, wa? Wir gehen jetzt zum Händler. Ja? Erstmal. Ist auch das Was wir nächste den Ziel. haben. Genau. Und dann. Warte mal, wo wird der Händler angezeigt? Da. Okay, da gehen wir jetzt hin. Die Stadt lassen wir noch rechts von uns so ein bisschen. Und dann gucken wir, ob wir noch ein paar Vogelnester finden. Und dann noch mal so ein paar.
unseren Themen mit, die musst du nicht mitnehmen. Die nehme ich mit. Dieser die Gegenstand Klone, die muss jetzt, repariert werden. Ja. Tab drücken. Mhm. Reparieren die auch. Dings. Genau. Okay. Okay. Was würde ich denn sagen? Ich glaube, wir haben Punkte bekommen. Punkte? Zum Verteilen? Mhm. Muss ich in diese Männchen mit dem Hut? Ja. Okay, was soll ich machen? Dann wäre. Also. Intelligenz bestimmt, wa? Nee, also wahrscheinlich erstmal unter Stärke. Das ist diese Muskel. Hm? Genau. Da gibt es Packesel. Hm. Damit kann man, da steht ja mal da, wenn du darüber gehst. Du kannst mehr Gegenstände. Ah, okay, alles klar. Zum okay. Inventar weiter. Das, ja. machen wir die erste Stufe. Denn. Mit kaufen? Ja, ist auch nicht. Wie kaufen? Also, wenn ich jetzt anklicke, steht rechts kaufen. Oder was? Ja, ja, genau. Aber kaufst du nicht. Mit deinen Fertigkeitspunkten. Da geht nichts. Unorganisiert. Ach doch, geht. Okay. Hat nur genau. Ein bisschen irgendwie Zeit denn, verzögert. Weiß ich auch nicht. Würde ich sagen, Prügel, Peter. Ja, das ist für uns vielleicht jetzt. Spezialisiere dich darauf, deine Feinde mit Knüppeln und Schlägern bewusstlos zu prügeln, okay? Das wäre erstmal am sinnvollsten. Aber wollten wir nicht beide unterschiedlich skillen? Ja, aber. Ja, der Bogen ist zu lahm. Erstmal. Also ich würde sagen, klopfen ist erstmal okay. Okay. Das ist ja bloß ein Punkt. Wir kriegen ja mit jedem Level ab, kriegen wir neue Punkte und können uns ja anders organisieren. Und ich werde die Sachen noch ein bisschen in Intelligenz packen. Das war wenigstens, sag ich erstmal, Schmieden, eine Schmiede bauen können. Aber das mache ich für mich selber. Dann kannst du entweder nach der Aufnahme nochmal in Ruhe gucken, was du nehmen möchtest. Oder du guckst es jetzt durch, aber ich glaube, jetzt würde es zu lange. Nee, das mache ich separat und erzähle euch dann, was wir gemacht haben. Genau. So, ich habe meine Punkte schon verteilt. Okay. Okay. Dann gehen wir Richtung Händler, war so. Ich bin bereit. Hier war da noch irgendwo ein Baumstamm. Ach, der ist so ein Baumstumpf, den ich nachgebaut. Okay. Oh, Rucksack. Peng Peng. Ein Ei. Schön, mitnehmen, brauchen wir. Kann ich, okay, hab schon. Das schnell ins Inventar packen als rüberziehen. Ja. Hab schon gefunden. Oh, wo? Ach, ist egal. Das ist ja endlich hier, ja, kein Problem. Ja, das Tier war schon zweimal in eine geschickt. Einmal. Und ich hab 100 Leben immer noch. Hallo? Die stehen immer noch mal auf. Ja. Ich sag das nicht. Das macht mir ja keine Sorgen. Noch nicht. Nee, bloß in Häusern. Wenn sie dich mal kriegen, dann bist du ja betäubt. Also, so wie die Hirnerschütterung. Nicht mit der Axt, mit dem Knüppel. Mit der Axt bringt dir gar nichts. Habt ihr ja nicht angehabt. Stimmt. Ah, trotzdem hat er mich nicht getötet. Hallo? Nein, die tötet dich auch nicht. Also selbst wenn sie schwerer eingestellt sind, sollst du so ein einzelner Zombie dir eigentlich. Wir machen es so denn aber noch schwerer, ne? Ja, ja, wenn wir ist drin jetzt sind. Nur am Anfang. Okay, da vorne ist der Händler. Gucken wir mal. Wenn du Nester immer noch mitnehmen möchtest und looten möchtest, kannst du das immer noch machen. Und Baumwolle und so brauchst du? Nee, also jetzt nicht. Können wir immer noch holen irgendwann. Also hier ist noch ein Nest. Wir brauchen eigentlich nur Holz. Also wir brauchen alle anderen Sachen auch, natürlich. Aber tun wir uns, wenn wir in so ein Haus reingehen. Erstmal gehen wir zum Händler. Und wenn du jetzt Geräusche machst und laut ja, bist ich oder sonst irgendjemand, dann kommen die. Ja, gut, aber wenn du ausweichst, ja, du kriegst mal einen Schlag ab. Aber eigentlich, wenn du ausweichst und nicht wie so ein Depp da stehen bleibst. Ja, ja klar. Kann eigentlich nicht so das viel wie, passieren. Das ist wie immer die Wahl. Ja. Aber in Häusern ist das echt drin. Ja, Lubik, wenn du nicht zurückkriegst. Ab einer bestimmten Spiel. Guck mal, wenn du jetzt Tab drückst, ja? Mhm. Und auf die Männchen gehst. Ja. Dann siehst du ja Level 1, Spielstadium 1. Ja. Und mit steigendem Spielstadium verändern sich die Zombies so. Ach so. Dann gibt es
Dann gibt es ferale Zombies, die haben gelbe Augen, die sprinten dir entgegen. Nice. Ja, also so eine Sache eben. War das Aber gesagt? wir sind ja Looten noch. kann ich sie nicht, ne? Nee. Wir sind ja noch. Also du hast am Anfang von 7 Days immer so einen kleinen Noob-Bonus vom Spiel aus. Braucht man ja auch, wenn man so Einige. ganz neu drin ist, dann bist du ja doch Genau. mündig. Einige Stunden hast du immer noch ein bisschen. Aber normalerweise sind Jawohl. die am Tage so eingestellt, dass die joggen. Und in der Nacht. Du brauchst den ganzen Krempel nicht mitnehmen. Ich Lass hab das halt immer Spaß öfter dran. mit. Ja, aber dann ist das Inventar voll. Ja, dann schmeiß ich's dir auf die Füße. Nee, ich will das nicht haben. Wir nehmen Nester mit. Nester für Eier. Und wenn du einen Hasen siehst oder irgendwas, dann können wir den nochmal abschießen. Okay. Oder ein Hühnchen oder so. Wir müssen jetzt zum Händler. Da treibe ich dich jetzt doch ein Bin bisschen. ja Los, da. los. Alles andere. Ach so, was jetzt wichtig ist, wenn du M die Karte aufmachst, ja? Ja. Kannst du heranzoomen und dann mit Ja. Rechtsklick auf der Karte kannst du einen Wegpunkt speichern. Ja. Wenn du darauf gehst, kannst du dem ein Symbol geben und dann kannst du was dazu schreiben. Okay. Kohle, Erz, Ja, ja, Eisenerz, ja. sonst irgendwie was. Oder zum Beispiel, wenn wir da mal eine Kiste gebaut haben vor einem Loothaus oder so, Ja. dass man dann schreibt Kiste oder so, ja, so als Okay. kleiner Vermerk. Das ist immer eine Okay. ganz interessante Sache, dass man da dann auch wieder hinfindet, sonst. Du findest dich sowieso nie zurecht, Nee, sagst deshalb habe ich ja dich. Du führst mich ganz fein. du. Ja, so, also hier ist der Händler. Einmal, wo der Rauch aus dem Schornstein kommt, ist ein Händler. Alles Okay. Händlergebäude. Und alles in der Nähe vom Händler, auch wenn du jetzt hier Büsche abbauen willst. Oh. Ah, Geht nicht. Hast du habe ich gehört? gehört. Geht nicht. Also in der Nähe vom Händler ist da Ruhe. Gut. Okay, dann gehen wir mal rein. Mal gucken, wer uns hier erwartet hat. Sieht schön aus. Warte mal, wollen wir ein Foto machen? Bitte schön, die Dame. F7? So. Achso, ich kann mich ja nicht sehen. Schade. Nee. Na, dann stell du dich mal vor, Tor. Machen wir mal hier ein Bild. So, in etwa. Ja, du siehst hübsch aus, mein Schatz. Okay. Schön. Okay, dann gehen wir mal rein. Wichtig ist beim Händler, wenn du drin bist, immer die Tür zumachen, weil die Zombies können dir hinterherlaufen und Okay. dann stehst du da. Und hier kannst du überall looten, Ich ja? loote gerade schon. Okay. Was ist denn das? Mechanische Teile. Alles mitnehmen, was du kriegst. Okay. Okay, ich nehme alles Ist ja mit. irgendwie ein Schild da? Messing, 154. Ist das gut? Ja, sehr gut. Ja. Okay. Ich nehme alles mit, ja? Ja. Bin eh gleich voll. Hier ist nichts drin. Hier auch nicht. Ausmal. Hier ist Also du Mucke. gehst überall ganz in Ruhe durch und guckst. So, ich loote mal den Bus hier vorne. Weil manchmal gibt es noch Rezepte. Also es gibt hier Bücher in dem Spiel. Sehe ich die schon bei mir drin? Nee, das würde wie ein Buch aussehen, oder? Ganz normal. Ja, genau, das sieht wie Okay, ein Buch habe ich aus. nicht. Die Bücher, die du noch nicht kennst, die sind geschlossen. Und Okay. Bücher, die du schon gelernt, also die lernst du im Ja, Prinzip. klar, wie in Road to Eden. Ist ja auch so mit Genau, genau. Büchern und allem. Hörst du die Zombies da draußen? Die kommen ja Ja. nicht rein. Da ist noch ein Lagerfeuer, hier ist nichts drin. Taschen! Und Warte du? mal. Okay, Fucker. You respect the Ich lenk shop ihn mal ab rules? und It du won't gehst get mal long durch this seine Regale, bad. ne? Okay. Und blutest ein bisschen seine Regale und seine Kasse und so. Weil ich komm da nicht rüber, oder? Doch, kommst du. Ja, mit dem Mauszeiger reicht aus. Du musst da nicht hinrennen. Ach so. Du hast ganz weite Reichweite. Okay. Ich lenk ihn ab. Ich hab Geld. Ja, ist Okay. falsch. Aber der tut mir doch gleich was. Geld kannst du verkaufen. Okay, ich hab ihn bestohlen. 61 Jetons. So, Okay. jetzt Ja, spreche ich mit ihm, ja? Darf ich dein Inventar sehen? Genau. Die anderen Sachen sind hier auch noch zu. Mach ich schnell. Okay. Soll ich jetzt hier was kaufen? Nee. Nee. Nö. Well, how about you browse your ass right out of my store? Hast du gehört? Ja, der ist böse. Soll ich Ja, gehen? wa? Warte mal, also, Inventar sehen. Ja. Vielleicht können wir ihm schon was verhökern, aber nee, wir haben nichts zum Verhökern. Ich denke mal, wir werden die Sachen erstmal so weit alle behalten, bis wir
get the hell out of my store. Guck mal, wenn customers. Du den jetzt anklickst, dann siehst du ja auch Aufgaben. Ja, ne? Hast du irgendwelche Aufgaben? Genau. Habe ich. Also wir müssen da jetzt keine annehmen. Also es gibt Ausgrabungsquests, es gibt Nachtquests, es gibt Tagesquests, wo man nur einen Schatz oder so was holen muss und ihn wieder abliefern muss. Mhm. Dann gibt es, töte alle Zombies in dem Gebäude und was haben wir davon? Na, du kriegst eben schöne Belohnung. Okay. Geld und mal eine schöne Waffe oder ein Buch oder irgendwie sowas. Hier diese Automaten. Da kann man ab und an mal sich mal was kaufen. Ist günstiger, als wenn du beim Händler da kommst. Okay. Aber da kommen wir hin. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt mal ein kleines Häuschen. Mhm. Bin dabei. Wo wir dann vielleicht auch die Nacht verbringen können. Das machen wir dann mal leer. Wir haben eine random generierte 8K-Map. Also ist nichts irgendwie, was Standard ist oder so. Also, ja, random generiert. Wir müssen selber erstmal gucken, was hier abgeht. Ist schon okay so. Aber guck mal, schöner Weg hier, ne? Ja. Was ist denn? Ich hab's gehört. Ah, hier, dein Kumpel. Wo denn? Der ist dir von Night of the Dead hinterhergekrochen. Komm her. Echt? Der sieht aber schöner aus. Oh, ein halber. Ja, aber guck mal, wie schön er aussieht. Schön gammelig auf dem Rücken. Ja, der sieht wenigstens. Die könnten wir zusammennehmen. Im menschlichen sind Tausendfüßler. Ja, aber... Da könnten wir noch hinten ihn rannehmen. Ja, oh, schöner Film. Nee, also der war schon... Wir haben schon viele gesehen, aber der war echt... Boah. Ja, wir haben echt viele gesehen, aber das war... Nee, aber den zweiten Teil müssen wir uns noch rinhelfen. Ja. Ja, oh, Ambulanz. Sieht schön aus, kann ich hier gucken? Ja. Okay. Sellerie? Sellerie? Nee, Creme, Aloe Vera. Okay. Ich dachte, das wäre ein Sellerie. Du kannst hier in dem Spiel auch alles abbauen. Also alles. Ja. Du kannst hier die Straße abbauen, du kannst alles. Du kannst hier alles zerlegen im Prinzip. Alles platt machen. Aber ich wollte verkleinern, die gemütliche für die erste Nacht so. Naja, dann such. Ich folge dir. Ich bin da ganz entspannt und freue mich. Das war uns. Weil viele Häuser sind eben auch Questgebäude, ja. Also, wo sich der Händler denn hinschickt und sagt, hier, jetzt kannst du mal da hingehen. Ach so. Wenn du die Quest annimmst, verändert sich das Haus. Also, setzt sich sozusagen zurück. Und dann was ist wir gebaut alle... haben oder was wir denn da machen, ja. Ist weg? Ja. Okay. Schon ein bisschen eklig an, ne? Mhm. Oh, das ist ein Hase. Krieg ich den? Oh, da rennt er, der Hirsch. Shit. Wie schieße ich denn eigentlich, Jut? Ich hab ihn getroffen, aber. Okay. Muss erstmal gucken, wie ich mit dem Bogen umgehe hier. Links. Vielleicht verfängt er sich ja irgendwo. Kann ich nicht. Wir brauchen Fläche. Oh, ich glaube, der verfängt sich hier. Natürlich hängt es an, ob ich schlecht. Jetzt zeigt ein. Ach so. Kann er neu erkennen. Wo bist du denn? Oh. Kapuzenjockel hier. Ich weiß nicht, wo du bist. Du bist einfach verschwunden. Ja, guck doch einfach, wo das Zeichen von meinem Namen hin zeigt. Ach, da drüben. Aua. Ach, da. Ich dachte, du bist dem Hasen hinterher. Ja, bin ich ja. Oh, meine Ausdauer ist runter. Na, ja, meine auch. Langsam laufen. Den gibt es ja hier, diesen Hasen, aber den solltest du nicht mit der Axt abbauen, sondern dir möglichst einen Knochenmesser bauen. Also irgendein Messer, das baut mehr ab. Also, da bekommst du mehr Sachen raus. Aus den. Aber ich hab jetzt ein Knochenmesser. Wir haben ein bisschen Fleisch, wir haben ein paar Eier, wir können was kochen, wir sind alle. Okay. So. Achso, haben wir den Händler eigentlich markiert? Nee, wa? Nee. Also ich nicht. Oh, mal. Zack, Händler. So, okay. Mal eine kleine Butze suchen, was sagst du denn? Ih, kick mal da. Den will ich. Ih, Alter. Wie läuft der denn? Der ist dick. Ja, aber deshalb muss man ja nicht so laufen.
Komm her. Guck mal, der hat einen Blutschlunk, Alter. Bist du uns verhungert? Wenn die sauer wären, dann rennen sie auch mal. Der ist noch nicht sauer, der freut sich noch, dass ich ein bisschen kitzel. Hör mal auf den Kopf, wenn es geht. Oh, jetzt hat er mich auf den Kopf. Okay. So, jetzt aber. Immer noch nicht? Ich bin immer versucht, in seinen hässlichen Bauch hinzuschlagen. Ist ja wieder ein bisschen schneller hier gegenüber. Echt nicht. Dieser Gegenstand muss repariert werden. Okay. Ja. Noch einer. Ja, ist natürlich jetzt hier so eine Ecke. Naja, dann ist es so. Ein bisschen kämpfen muss ich ja auch üben. Erstmal. Der hat eine Kapuze auf, er sieht ein bisschen aus wie Argon. Naja. Also in Hessen. Er sieht aus wie so ein Waldläufer mit Umhang. Waldläufer? Argon? Mal hinten ist eine Tanke. Ich weiß nicht, wie groß die Sachen jetzt sind. Also ich habe in die Alpha 20 nur kurz drin geguckt. Eine Tanke ist ganz cool. Ist zwar auch ein Questgebäude, aber da müssen wir eben gucken, dass wir die Quest für die Tanke nicht machen. Okay. Da steht ein er ist da weg. Ein Reh. Ja. Den wollen wir nicht, wa? Was ist hier? Oh. Guck mal da rein. Hast du gesehen? Nand! Der bewegt sich nicht. Ich glaube, den anderen. Hallo. Oh. Oh, jetzt hat er mich 50. Der ist jetzt wütend. Steht nur. Der sagt. Steht immer noch mal. Okay. Okay. Eine Tanke. Müssen wir eben aufpassen, dass wir keine Quest für eine Tanke annehmen. Nein, eine Tanke ist ganz cool, weil wir kommen eigentlich auf eine Tanke kommt man immer auf. Also aufs Dach. Boah, da hätten wir erstmal ein bisschen Ruhe oben, also zumindest für die erste Nacht. Wieso kommen in der Nacht denn jetzt irgendwie Horden die? Ich denke sieben. Nach sieben Tagen. Ja, wir kommen immer mal Horden. Meine Hundehorde, meine Wolfshorde, mal eine Horde von denen hier. Das ist keine Mutti, das ist ein Papa. Okay. Sieht ein bisschen aus wie Flodder. Mir fehlt schon ein bisschen die Mutti. Die Mutti kommt auch noch. Kommen wir ihn erstmal nach oben. Also eigentlich kommt man immer nach oben. Ja, aber ich würde fast sagen, wir machen hier schon Schluss. Ja, lass uns erstmal nach oben. Ja, wir gehen nach oben und dann machen wir Schluss für heute. Ah, nicht von innen. Mist. Nicht von außen. Können wir nicht bauen, um hochzukommen? Na doch, diese Treppen? Unsere Blöcke können wir bauen, oder? Ja. Wir machen die Butze hier leer. Dürfte ja nicht so viele Sonne sein. Gucken wir mal. Können wir auch gerne noch ein bisschen looten. Da ist eben. Ja. Aber ich muss erstmal kurz wahrscheinlich eine Binde nehmen. Mach. Mach. Wie viel macht denn so eine Binde aus? Siehst du auf der rechten Seite, wenn du Tab drückst, läuft dein Männchen hoch. Okay. Und Binden kann man sich ja bestimmt auch herstellen, ne? Ja, Blutungsbinden. Mhm. Oh, hier wird stressig. Nee, dann machen wir hier Schluss. Wir machen hier Schluss und stressen uns weiter in der nächsten Folge. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart. Ein paar haben sich das ja gewünscht, dass wir das spielen. Wir hoffen, ihr habt da ein bisschen Geduld, gerade mit mir. Also Sobe kennt sich aus. Ich bin so ein bisschen noch Laie, aber wird schon. Also schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir freuen uns auf viele schöne Folgen mit euch gemeinsam. Und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Ciao.